Die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft steckt in der Krise. In der Weltliga setzte es diese Saison in 6 Spielen 6 Niederlagen. Die Gründe dafür sind ebenso vielzählig wie umstritten. Hier kommt ein Ansatz. Die guten Clubs holen sich natürlich internationale Spieler aus Ungarn, aus Serbien, aus Russland, überall. Dieser Trend zieht sich immer weiter durch, weil wir eben in der Ausbildung sehr weit zurück sind. Deswegen ist auch der deutsche Wasserball so tief gesunken. Eine bessere Nachwuchsförderung könnte also die Lösung des Problems sein. In diesem Sinne trägt der Berliner Schwimmverband zusammen mit dem SC Wedding alljährlich den Berliner Bärencup aus. Hier messen sich mit die besten Jugendteams der Bundesrepublik. Die Mannschaft der Wasserfreunde Spandau konnte sich dabei über prominente Unterstützung freuen. Wenn Christian Schlanstedt nicht gerade seine U13 coacht, geht er für die Bundesligamannschaft des Rekordmeisters auf Torjagd. Ist nicht immer einfach, aber es macht mir schon Spaß. Also man versucht immer, die ganzen Kinder weiterzuentwickeln und einen Schritt voranzugehen. Und da gibt es verschiedene Probleme, auch viele schöne Sachen. Und deswegen macht das schon sehr viel Spaß. Dieser Spaß war auch den Kindern anzumerken. Und das waren nicht nur Junge. Für die SG Neukölln spielte so zum Beispiel Konstanze Pilatowski mit. Die Berlinerin weiß genau, was sie am Wasserball fasziniert. Eine Mischung sozusagen aus Fußball, Handball und Schwimmen sozusagen. Und man hat immer Chancen, Tore zu werfen und Pokale zu gewinnen und sowas. Einen Pokal gab es am Ende zwar tatsächlich für ihre Mannschaft, jedoch nur den für den 2. Platz. Ganz oben auf dem Siegertreppchen standen in beiden Altersklassen die White Sharks aus Hannover und die wussten das gebührend zu feiern. Naja, beim Wasserball ist es Tradition, dass der Trainer der Turniersiegermannschaft ins Wasser fliegt. Und wie man sieht, ist unser U11-Trainer nass und ich als U13-Trainer auch. Sprich, es war ein sehr erfolgreiches Wochenende. Wir hoffen dann abschließend, dass aus dem erfolgreichen Wochenende auch eine erfolgreiche Zukunft für den deutschen Wasserballsport wird. Wer weiß, vielleicht sehen wir den einen oder anderen zukünftig ja wirklich in der Nationalmannschaft.